Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus mit Armor und Lukas zusammen. Wir sind jetzt Diamant 1. Er hat direkt wieder Fiesta genommen, weil es Gegenangriff gibt. Nehmen wir die Burg. Wir nehmen die Burg. Welcome to Nova. Vollkommen klar. Oh ja, die Fürsten. Geil. Fürsten sind stark. Wir haben eine Sakura-Blume. Was haben wir noch? Können Sakura-Blume rausnehmen, stattdessen die Schleime rein. Dann wären wir bei 6. Auf jeden Fall Kacke. Könnten das so machen. Genug Nahkämpfer haben wir auf jeden Fall. Ja. Wir fangen mit dem Schleim an. Da sind wir erstmal abgesichert. Geht los. Oh, zwei Katzen. Ja, da hat's verkackt. So, hier drüben ist auf jeden Fall eine Wurzelqualle. Der schafft es gerade so. Hat vielleicht auch auf eine Schnecke gehofft. Man weiß immer manchmal nicht, wenn die so knapp spielen, ob es Fiesta ist oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Kampfnarben. Wir bauen das erstmal so. Wir können dann immer noch unsere Fernkämpfer ordentlich platzieren. Ja, bitte. Dann machen wir das. Ja, er hat auch echt viel schon gebaut. Dann hier drüben noch einen Schleim platzieren, Worker holen. Und Fürst des Todes kommt dann auf jeden Fall nach der 10. Wir könnten Zauberer nehmen. Aber ich weiß nicht so richtig, was als Fähigkeitsschaden zählt. Okay, du hast nichts gekriegt, aber ich habe eine Schnecke. Ich habe eine Schnecke bekommen. Auf jeden Fall mehr Wölfe hin platzieren. Sogar genau den empfohlenen Wert. Drei Wurzelquallen. Ach du Kacke, der hat hier schon Tor. Okay, 5. Welle 5 wäre nicht verkehrt. Okay, jetzt hat er noch zwei Setzlinge platziert. Ja, wird alles abgewehrt. Schnecke rein. Also kann ich einen Worker holen. Er hat durchgelassen. Wegen einer Schnecke. Okay, die haben auch weniger Schaden bekommen, 20%. Oh, hat Champion direkt draufgepackt. Hardcore. So.
können den aufwerten. Und an sich können wir einfach noch einen hinstellen. Weiter King aufwerten. Reicht vollkommen aus. Es kann sogar sein, dass er nächste Runde auch wieder verkackt. Einfach weil ich den extra reingeschickt habe. Wir gucken mal rüber. Okay, er hat einen Wüstenpilger platziert, also würde er eine riesige Wurzelqualle machen wollen. Nee, ich habe nicht rüber geguckt. Waren da zwei große Skorpione oder was? Habe jetzt echt nicht aufgepasst. Sorry. Okay, das ist halt auch nicht schlecht, ne? Ich könnte einen Worker bauen, ja. Können wir machen. Sind gut aufgestellt. So viele kann er jetzt auch nicht unbedingt schicken. Außerdem können wir den Schleim hier aufwerten. Fertig. Drei Wurzelquallen. Aber er hat noch keine vorne hingestellt. Mal sehen, was er denn da vorne hinpackt. Er hat die zwei Setzlinge verkauft, um die Wurzelqualle aufzuwerten. Okay. Das sollte eigentlich safe sein. Ja. Die teilen sich jetzt auf in drei kleine Schleime noch. Die Brut ist down. Ganz entspannt. Können wir noch einen holen. Haben wir jetzt schon 10 Stück. Zweiter Archer. Okay, das kriegen wir hin. Ich baue noch einen Worker für nächste Runde rein. Dann sind wir ganz gut dabei. Katzensticks. Ja, eigentlich sind wir echt gut aufgestellt. Jetzt kann gar nicht so viel passieren. Hier könnte man Blut reinschicken. Ist sicherlich wichtig, gerade für die Wurzelquallen und die Wüstenpilger. Damit die ein bisschen mehr auf die Fresse kriegen. Ja. Machen wir so. Relativ simpel. Kopfgeldjäger, Tor steht auch schon da. Pyro, oh. Ja. Zwei Worker bauen. Zwei Brutes rein. Bin ich eigentlich safe. Kriege sogar noch einen dritten Brute zusammen und kann hier noch einen dritten Elite-Archer bauen und einen Wolf. 80 sogar.
Könnte zwei Echsen reinschicken. For the clan. Oder einfach eine Brut und noch eine Schnecke. Ja. So mache ich das. Ja, dann... Kampfnarben, glaube ich. Also großartig Fähigkeitsschaden. Ist eigentlich nicht wirklich da. Die hat Fähigkeitsschaden. Okay, wir haben beide geblockt und die haben beide verkackt. Die mit den Blumen. Ja, locker reinschicken. Noch ein. Und jetzt kommt mein Fürst des Todes. Hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, dass genau er als Fähigkeitsschaden zählt und der Fürst des Todes nicht. Aber es ist ja immer so schwierig abzuschätzen, was ist jetzt genau ein Fähigkeitsschaden. Da war einfach dieser Dreifachschuss und dieser Spawn zählt nicht. So, wir gucken mal. Wir können auf jeden Fall ihn reinschicken. Backleader ist sehr gut. Aber der Förster macht alle weg mit seinen Drachen. Aber wirklich gut abgewehrt mit den Schleim. Genauso wollte ich das sehen. Ah, wir können jetzt übelst die Piepen reinquetschen in Worker. Bei Stichschaden habe ich durch die Wölfe allein schon. Das spielt mir direkt in die Karten. So ein bisschen was ist durchgekommen. Reicht vollkommen aus, um noch eine Moll reinzuschicken. So, jetzt können wir die mal upgraden. Zwei Wölfe. Beide haben 20 Worker schon, das ist krass. Damit kriege ich noch raus. Okay, das war also sein Plan. Er will gar nicht einen großen unbedingt haben, sondern er will, dass die mega heilen. Das ist sein Plan. Freieinigkeit ging raus. Maximal Aufwertung. Wurzelquallen tot. Ja, die heilen wirklich gut dagegen. Das macht es mir schwer durchzukommen. Ja, sehr gut. So soll das sein. Jetzt kommt der große Millennium. Noch mehr Wölfe. Ich habe schon wirklich eine gute Armee dort stehen. Ist von allen was dabei. Und richtig starke Einheit. Der Fürst, Millennium, der Archer und... Die Schleime als gute aufhaltende Tanks plus die Wölfe, also es funktioniert schon sehr stark. Wir können auf 16 gehen. Wir könnten auf 16 gehen oder auf 15.
Ja, aber vorher macht irgendwie keinen Sinn. Wir machen 16. Wir haben gute Einheiten, die hier alles halten können. Gerade ich. Da sollte eigentlich gar kein Problem entstehen. Meine drüben auch sind die Pyros schon am Start. Dieser Königsklaue ist da. Und die Seeschlangen. Schwierig, was schicken wir? Hab nicht so viel Auswahl. Drüben so eine Mini-Armee. Kriegen wir noch zusammen 100. Komm, wir hauen noch eine Kanonenschützin rein. Lock and load. 380. Die Belagungsmaschine ist natürlich sehr gut gegen mich. Mit meiner Elite Art schon. Die Wurstigfallen halten halt viel aus. Gerade wenn die so viel hochgeheilt werden. Wie sieht es bei mir aus? Gut. Ich komme nicht durch. Der heilt halt zu fett, na? Ja. Dann machen wir halt auf 17. 16 wäre wirklich perfekt gewesen. Dann wäre das Ding erledigt. Aber so müssen wir natürlich jetzt auf eine Welle warten, die uns mehr bringt. So, den, der wird das mal abgegradet. Macht auch am meisten Sinn mit seinem Fähigkeitsschaden, zu dem mal ein bisschen mehr aufbauen. So, 4 zusätzliche Pfeile. Okay, steht auch da sogar Fähigkeitsschaden. Stellt 3 Mana her, wenn ein Feind in der Nähe stirbt, außer bei Froggos. Okay. Das heißt, wir machen wieder eine Dreieinigkeit wahrscheinlich auf 17. Und kriegen vielleicht noch ein Mimik rein oder so. Ja, also die Wave wäre wirklich perfekt gewesen, die 16. Reingekackt. Mimik rein. Ja, aber das zu halten sollte für uns kein Problem sein, weil ich ja sowieso irgendwie fast alles hier halten kann. Ich bin unbesiegbar. 160. Können einfach noch mehr bauen. Noch eine Reihe. 200 Ogerreihen.
Den Ogre kriegen wir noch raus. Und dann sollte die Runde theoretisch auch schon Schluss sein. Da kommt immer dieses Furzgeräusch, wenn der geschickt wird. 720. Ja, die Frontline war so schnell down auf der linken Seite, da konnte er gar nicht gucken. Da kam er gar nicht zum Healen. Durch. Ich könnte es sogar noch halten. Andres auch durch. Ich halte. Ich halte alles. Volle Power. Sehr schön. Ja, es war wieder eine weitere Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Diamant 1 ist bald fertig. Gucken wir mal, was die nächsten Runden so bringen. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Legion TD2. Bis dahin, entspannt Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.